Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in My Welt. Jetzt falle ich hier runter. Und damit herzlich willkommen mal wieder zu einem Vlog, zu einem Vlog. Heute ist ein Vlog und ich habe was vor, mit der Ellie zusammen mal wieder ein altes Projekt aufleben lassen. Und perfekt. Okay, ich habe mir gedacht, wir könnten mal wieder... Ich habe es wieder reingestellt. Wir können mal wieder das Buch benutzen und irgendwo hingehen. Das habe ich den ganzen Sommer nicht gemacht. Ellie hinter der Kamera, komm mit. Ich würde sagen, ich gucke einfach mal rein. Kommt wahrscheinlich eh irgendwas Doofes erstmal. Die Burgruine. Ja, das ist halt ein Verein und der macht das. Ja, lass halt mal hingehen, da fahren wir ja bestimmt noch mehr. Neustadt. Wo ist Neustadt? Neustadt an der Weinstraße? Heißt das nicht so? Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, wie wir da hinkommen. Ich ziehe mich noch um, pack das Zeug zusammen und dann gehen wir. Lasst mich euch kurz noch ein bisschen erläutern, was das Video eigentlich auf sich hat. Ich habe schon ein paar Videos mit dem Buch hier gemacht. Ich einfach zufällig gucke, wo es hingeht und da dann hinfahre, weil das so mit einer der Gründe war, warum ich mit dem ganzen Film angefangen habe, einfach mal rauszukommen und Sachen zu sehen und euch dabei mitzunehmen. Jetzt ist also die Mission, diese Burgruine zu finden und da reinzukommen. Mal gucken, das ist wahrscheinlich eh voll das Touri-Ding. So schwer ist es gar nicht. Das ist quasi gleich geschafft. Was meinst du da hinten? Das sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht. Das ist die nächste Burg, die man besichtigen könnte. Hier ist irgendein Burgrundweg. Es gibt wohl noch eine dritte. Also das ist nur eine Ruine. Die ist, glaube ich, nicht bewirtet. Und es gibt irgendwo noch eine dritte. Wahrscheinlich irgendwo da hinten oder so. Ach. Da kann man einmal rundherum auf 7 Kilometer. Ja. Ich habe mich im Zug ein bisschen nochmal eingelesen und zwar ist es wohl so, dass über die Burg quasi nichts bekannt ist. Man weiß nicht wann, man weiß nicht wer und wieso die gebaut wurde. Die steht halt hier und wird von einem Verein von irgendwie 300 oder mehr Mitgliedern, so war es zumindest als das Buch rauskam, instand gehalten. Davon sind irgendwie nur 30 dann tatsächlich aktiv. Und irgendwie ist der Verein auch schon wieder vom Aussterben bedroht oder zerfällt langsam, weil die Leute alt werden. Mal gucken, was da noch ist. Ha, am 23. Ja, das stand auch drin, dass Führungen nur voll selten gemacht werden, irgendwie einmal im Jahr. Ich hatte jetzt gedacht, man kann da trotzdem irgendwie ein bisschen rein. Also ist jetzt nicht so viel übrig, aber schade. Thank you.
So, wir sind jetzt schon wieder auf dem Runterweg, weil wir den Bus zurückkriegen wollen. Wir dachten, wir kommen da nicht mehr rein, weil so viel ist da auch nicht los. Aber irgendwer hatte dann doch irgendwie einen Schlüssel und hat uns mit reingenommen. Dann haben wir uns noch kurz drin umgeguckt. Das ist auch nicht so spannend. Sieht ganz schön aus da oben. Also wenn man da runter guckt, sieht man gut die Umgebung, aber der Meer ist nicht. Aber für so einen Ausflug war es jetzt ganz schön. Was uns aber noch ein bisschen fehlt, ist so, oder mir zumindest, ist so der Kaffee und vielleicht ein Küchlein, wie beim letzten Mal, als wir den Huomo Heidelbergensis besucht haben. Da war so ein geiles Café und das gibt's hier irgendwie nicht. Deswegen fahren wir jetzt noch kurz nach Neustadt rein, schauen, ob wir da irgendwas finden und dann geht's wieder zurück. Und das, mal gucken, wie lang es noch hell ist. Das ist gefährlich.